Back from the dead. Zwölfter Mai 2020 und willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und ich versammle mich schon mal direkt rein und sehen auf der linken Seite, dass wir den guten Longshot drin haben, der jetzt eine zweite neue Variante bekommen hat, soweit ich das weiß, und zwar eine lila Variante. Ja, wieso nicht? Backblink übrigens auch, soweit ich das sehe. Schauen wir mal kurz. Ja, Backblink auch lila. Und die weibliche Version Inside ebenfalls. Also gibt es einmal diese Standard Hellblau und dann gibt es auch diese passende lila. Das heißt also, die sind jetzt im Partnerlook, was die vorher nicht waren, was interessant ist. Das Backblink natürlich auch. 1200 V-Bucks, also interessant auf jeden Fall, muss ich sagen, dass die eine neue Variante bekommen haben. Ich finde es cool, dass Epic nach und nach so 1200er Skins oder 1500er Skins nochmal nachpatcht, die dann nochmal eigene Versionen bekommen. Also habt ihr auf jeden Fall dauerhaft was fürs Geld. 201 Tage übrigens Inside nicht mehr drin gewesen und 117 Tage Longshot nicht mehr drin gewesen. Also relativ lang her, die beiden. Weiter geht's mit dem nächsten Set, fangen wir vorne an hier mit der Copper Wasp und seinem Backbling, ja, feiere ich nicht ganz so, muss ich sagen, aus dem Set. Da finde ich dass die weibliche auf jeden Fall viel besser. 1500 auf jeden Fall für ihn mit Power Punch dazu. Und hier sehen wir schon Robot Girl am Start. Also die feiere ich übelst, ne? Also Tsuki, wenn die nochmal einen zweiten Style bekommt, so als richtiges Mädel und so, oder als Holzversion, wäre auch eine geile Sache, oder? Jetzt haben wir so eine mechanische Version, so Holz wäre auch cool, oder einfach so menschlich wäre auch cool. Müssen wir mal schauen. Also Epic, da wäre auf jeden Fall was zu machen. 1200 V-Bucks für Tsuki und ihren Backbling. Natürlich Stinger noch dazu. Gehen wir mal schnell durch. Ja, ist jetzt nicht so besonders. Ne? Und passt auch eher zu Copper Wasp, muss man sagen. Also 30 Tage her, dass die Sachen das letzte Mal drin waren. Weiter geht's hier mit diesem Set hier. Stealth Black ist drin für 300. Halt auch eher normal, ne? Genauso wie Dogfight für 300. Ja, nichts Besonderes dran. Hier haben wir aber Supersonic dran, 2000 V-Bucks. Und ich sage ja immer, 2000er Skins müssen irgendwas Besonderes haben, damit die auch irgendwie die 2000 wert sind mittlerweile. Und vier Skins sind natürlich schon nice, beziehungsweise vier Styles für 2000. Da muss man schon sagen, wenn einem der Skin hier gefällt vom Aussehen her, sind vier Styles der Hammer eigentlich. Backbling auf dem Rücken auf jeden Fall, reactive das Ganze. Das heißt also, es zeigt an, wie viele Kills ihr habt. Also auch ziemlich nice gemacht. Also hat so ein bisschen Eigenart auf jeden Fall, muss ich sagen. Surefire dazu für 500. Alter Gleiterstyle auf jeden Fall für 500 dazu. Also schlecht ist das Ganze nicht. 33 Tage her, muss man mögen allerdings. Dann haben wir den Castor drin, der ja auch in drei verschiedene Varianten mittlerweile da ist. Finde ich übelst nice. Ich feiere die Magier sowieso. Die Feuervariante hier und einmal die Frostvariante. Übelst nice. Backbling übrigens auch. Was auch nicht immer der Fall ist, dass die auch mitgepaintet werden, beziehungsweise mit dann rübergenommen werden in die verschiedenen Styles. 1500 V-Bucks. 33 Tage her. Dann haben wir Burning Glow drin. Heute neu reingekommen und ja, ich wollte gerade sagen, nämlich ein bisschen an Magma. Nicht wirklich, muss man sagen, oder? Also, wir triggern das Ganze mal und dann sehen wir. Okay, je mehr man feuert. Nee, doch nicht. Kein Trigger-Support. Okay, ich dachte schon, oder? Doch, ein kleiner Trigger-Effekt ist drin. Ja, doch, doch, doch. Ist schon reactive. Ein bisschen aber nur. So, das cycelt immer so hin und her so ein bisschen. Ja, ja, so abkühlende Lava und dann wieder so frische Lava. Und wenn man schießt, dann wird das Ganze so ein bisschen glowy vorne. Nicht viel aber. Also ihr seht schon, hier ist so ein leichter, hier kann man das besser sehen, vielleicht wenn man ein bisschen schneller schießt. Hier so ein leichter Effekt. Ich dachte, jetzt kühlt das vielleicht nur ab und wenn man schießt, dann wird das vielleicht nur aktiv. Aber so ist es nicht. Das heißt also, es pulsiert die ganze Zeit, aber wenn man schießt, dann bleibt es halt so und geht nicht wieder zurück in diesen dunklen Zustand. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. 500 V-Bucks muss man mögen. Magma finde ich dann trotzdem ein bisschen besser. Ist aber auch ein bisschen teurer, muss man sagen. Aber auf jeden Fall interessant, dass was Neues dran ist. Dann haben wir den King Flamingo drin. 800 V-Bucks. Seltenste Item heute. 244 Tage her und vor allem extrem auffallend. Also wenn ihr was Schönes, Schickes braucht für den Kampf und nicht so viel Wert legt auf, ich sag mal, Stealth, sondern eher darauf, dass ihr schick aussieht, dann vielleicht den King Flamingo holen. Spellslinger ist drin, hat zwei verschiedene Varianten. Standard und Feuer. Ja, ich wollte gerade sagen, Frost wäre auch noch nice, aber das erste ist ja auch schon so ein bisschen Frost, ne? Also deswegen macht es da nicht so viel Sinn, dass da vielleicht noch irgendwas Neues hinzukommt. 127 Tage her. Und dann haben wir noch zwei Emotes. Make it Rain für 500. 40 Tage her. Und Shaolin Setup ist drin für 200. 49 Tage her. Also, Highlight, boah, ist schwer zu sagen heute, muss man sagen. Ich würde sagen, das Highlight geht heute an Inside und an Longshot. Finde ich cool, dass die neue Varianten bekommen haben. Castor, auch ein cooles Beispiel dafür, dass Skins, die tatsächlich nicht 2000 V-Bucks kosten, auch coole verschiedene Styles und Möglichkeiten haben. Tsuki hat sowas auch verdient, wie ich finde. Copper Boss dann wahrscheinlich auch, aber dieses Set auf jeden Fall auch. Also Highlight geht auf jeden Fall in die Richtung der Featured. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist. Der Shop von mir ist nicht so viel Neues drin heute. Ne? Zwei Styles neu reinbekommen und wir haben irgendwie einen neuen
neuen Reactive Animated Rap drin, der so ein bisschen an Magma erinnert. Weiß nicht, ich gebe dem Shop heute mal eine 5 von 10. Ist jetzt nicht ganz so berauschend, muss man sagen, aber ist ein solider Shop auf jeden Fall. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung unten rein. Und wie immer, supporten könnt ihr mich mit dem Creator-Code VanSnipes. Würde ich mich freuen drüber. Like und Sub auch. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.